JFT Just Fair and Direct. So, einen wunderschönen guten Abend zum Helpdesk für den Stereo Trader und Features. Features auch noch. Und ich hatte ja ein bisschen, muss ich im Nachgang sagen, fälschlicherweise angekündigt, dass wir heute mit der Serie direkt mit Timo weitermachen. Aber wir haben gerade besprochen, dass wir es heute gar nicht so machen, sondern das ist heute wirklich ein Helpdesk-Webinar. Also sprich, ihr könnt Fragen stellen zum Stereo Trader. Und wenn ihr da den Stereo Trader noch nicht so kennt, dann könnt ihr natürlich auch Fragen stellen. Hey, was kann man denn mit dem so alles machen zum Beispiel? Ja, also wir wollen heute wirklich Fragen beantworten hier. Ich werde auch im Hintergrund mit dabei sein und ich freue mich gleich auf Timo ganz ab. Vorab erstmal der Risikohinweis natürlich an dieser Stelle. Lest euch diesen bitte durch, achte bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was der Timo hier sagt, dann Setups formuliert, vielleicht vortradet, definitiv alles nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker oder auch zum Stereo Trader habt, dann natürlich auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading, zum Broker und zum Stereo Trader beantwortet bekommen. So. Und dann switchen wir mal direkt zum Timo. In der Leitung ist er schon und dann freue ich mich und begrüße dich recht herzlich, mein lieber Timo, zu fast später Stunde. Schönen guten Abend dir. Moin, moin. Ja, also auch von meiner Seite aus einen schönen guten Abend. Und wie der Markus schon gesagt hat, ja, offene Fragerunde. Ne? Schreibt gerne eure Fragen rein rund um den Stereo Trader, was ihr gerne über den Stereo Trader wissen wollt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, wenn ihr sonstige Fragen rund um den Stereo Trader habt, schreibt es bitte hier in die Fragen rein. Ne? Dann kann ich darauf eingehen, kann euch die ganzen Sachen wirklich ausführlich erklären und dann gehen wir auch in den Chat rüber und rein. Markus, wenn du mir noch die Fragen geben würdest. Genau, dann wollte ich nur kurz ausreden lassen, weil wenn ich das wechsle hier, dann ist dein Ton immer so 2 Sekunden weg. Deswegen wollte ich dich da nicht unterbrechen. Ich mache dich hier, Moment, muss ich ganz kurz gucken, zum Organisator. Zack. So, und jetzt müsstest du auch die Fragen sehen. So. Beziehungsweise wenn sie dann jetzt da gleich reinkommen, dann geht es da los. Vielleicht mal von meiner Seite die erste Frage. Ich kann sie, ich habe den Vorteil zu euch, ja, ihr könnt es nicht verbal stellen. Ich kann die Fragen verbal stellen. vielleicht mal, du selbst arbeitest wie lange schon mit dem Stereo Trader jetzt? Du schreibst da im Prinzip auch oder programmierst ja auch daran rum. Wie lange arbeitest du an sich mit dem schon? Also wirklich intensivst würde ich so sagen 5 Jahre ungefähr. Ne? Also ich bin, ich habe den irgendwann kennengelernt und vorher habe ich auch nur den blanken, nackten MetaTrader benutzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, auf jeden Fall irgendwann darauf aufmerksam geworden. Hab dann auch natürlich so, ne, das Erste, was man so denkt, und deshalb machen wir ja auch diese Webinarreihe hier, man installiert das Ding und denkt so, so viele neue Sachen lernen, weiß ich nicht so richtig. Ne? Aber hab dann auch Tutorials angeschaut, hab mir das Handbuch durchgelesen und so und hab dann die Vorteile einfach so kennengelernt, hab das dann irgendwie eingesetzt und hab den Stereo-Trader eingesetzt und hab dann gemerkt, so hey, das ist ja 100-mal besser als der blanke, nackte MetaTrader und habe dann intensiv angefangen, damit zu arbeiten und wirklich nur noch damit zu arbeiten. Und das ist jetzt ja ungefähr 5 Jahre her. Oder 6 Jahre. 2018, 2019, so in dem Dreh war das, glaube ich. Okay, und wenn du jetzt, ich sag mal, du bist ja natürlich sehr computeraffin, informatikaffin, du programmierst ja auch. Aber wenn du jetzt mal davon ausgehen würdest, das wärest du nicht. Ja? Mhm. Und jetzt kommt so der MetaTrader-User daher und will sich mit dem Stereo Trader beschäftigen. Was würdest du aus dem Bauch aus sagen? Weil du hast ja gerade schon angesprochen, wenn man es da jetzt sieht, ach Gott, das ist alles so kompliziert, ist es ja eigentlich nicht. Was würdest du sagen, wie lange braucht man so, um wirklich so die grundlegenden Dinge einfach auch wirklich handeln zu können? Wenn man sich so täglich damit beschäftigt oder jeden zweiten Tag? Die grundlegenden Dinge, die hast du ratzfatz drin. Also wenn du dich da wirklich ein bisschen mit beschäftigst, also fällt mir jetzt schwer, irgendwie eine Stundenzahl oder so zu sagen. Aber wir haben ja letztes Mal das Order-Panel so ein bisschen, oder ich habe es ja erklärt, ne? Prinzipiell, ich weiß nicht, was war das, eine halbe Stunde oder so,
Da hat man die grundlegendsten, und das ist ja wirklich das Grundlegendste, ne, womit man im Stereo Trader wirklich tagtäglich arbeitet. Das hat man nach einer halben Stunde, Stunde oder so, hat man das verstanden und kann das einsetzen. Also die Lernkurve, die ist quasi sehr gering. Ne? Also es ist keine steile Lernkurve, sondern man hat die Sachen, die Basics zumindest, die hat man ratzfatz drin. Würde ich jetzt sagen, wenn ich mich jetzt in einen Benutzer reinversetze, der vielleicht nicht so computeraffin ist, ne, würde ich sagen, das hat man in einer Stunde, hat man das drauf. Ne? Die grundlegenden Sachen, wie setze ich Orders, wie öffne ich, schließe ich Trades, die ganzen Dinge, das hat man schnell drin. Und der Vorteil ist ja, man kann ja und sollte es meines Erachtens nach, ich denke, das wirst du blind unterschreiben, auch definitiv erstmal an einem Demokonto einstellen und sich natürlich dann austesten, ne? Und dann natürlich erst im Nachgang dann eben auch live schalten, ne? Ja, klar. Na, das genau, das definitiv, ne? Dass man hier Trades eröffnet, Trades schließt, hier Stop-Loss versetzt, Trails ausprobiert und so. Das sollte man natürlich definitiv und zu 100% erstmal alles im Demo testen, bis man sich da wirklich sicher ist, bis man weiß, ne, was man klicken muss. Nicht, dass man irgendwie in Panik gerät und dann irgendwie auf was Falsches klickt oder so. Da sollte man wirklich das im Demokonto ein bisschen testen, ein bisschen trainieren. Ne, und dann erst im Live anwenden, definitiv. Jetzt kommt eine Frage zu Alarm. Du kannst ja selbst mal durchlesen. Das Thema Alarm interessiert mich natürlich auch, weil ich extrem viel mit Alarmen arbeite. Mhm. Dann kannst du ja da mal gucken auf die Frage und ich höre mit ganz, ganz großen Elefantenohren zu. Genau, also ich lese die Frage auch mal für die anderen Teilnehmer vor. Man kann ja mehrere Alarme in einen Chart legen. Kann ich einzelne Alarme löschen oder nur alle auf einmal? Also generell erstmal Alarme. Wie kann ich denn überhaupt Alarme in den Chart legen? Und zwar, es gibt ja hier auf der linken Seite im Stereo Trader, hier gibt es ja so mehrere Reiter, die man aufklappen kann. Man sieht es auch anhand dieser Pfeile, irgendwie wie mein Zeichentool jetzt hier gerade nicht so richtig. So, man sieht es ja auch an den Dreiecken, die hier sind. Und diese Dreiecke bedeuten immer, dass man hier diese Reiter so aufklappen kann. So, und da gibt es einen so einen Reiter, der heißt Chart. So, und im Chart, in diesem Reiter Chart, gibt es auch den Bereich Alarme. So. Und zwar, ich kann jetzt hier auf Einfügen klicken und dann sieht man hier auf der linken Seite ist jetzt hier sowas aufgetaucht. Da steht auch Alarm. Und wenn ich da mit der linken Maustaste draufdrücke und die linke Maustaste gedrückt halte, dann kann ich diese Linie auch im Chart verschieben und kann die an irgendeine Position hinsetzen, wo dann am Ende wirklich der Alarm ausgelöst werden soll. Also vielleicht gehen wir hier mal in den M1 und dann können wir hier mal gucken, dass wir hier einen Alarm hinlegen, zum Beispiel hier oben. Und wenn der Kurs jetzt da hinläuft, also auf die 19.109, dann wird oder sollte ein Alarm entsprechend ausgelöst werden. So, ich kann noch einen zweiten Alarm in den Chart legen. Klicke ich hier nochmal auf Einfügen, hier auf diese Taste. Und lege auch meinen Alarm da drunter. So, legen wir das auf die 19.102 und wenn er jetzt hier entweder nach unten oder nach oben ausbricht, der Kurs, dann sollten wir gleich einen Alarm hören. Ich hoffe auch, dass man den Alarm hört, dass das im Stream jetzt übertragen wird. Soll ich mal schauen. So, ich weiß nicht, ob man den Ton gehört hat. Auf jeden Fall hat man diese Nachricht, die ja aufgeploppt ist, die sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Nee, habe ich jetzt nicht, so schnell habe ich nicht hingeschaut gerade. Müssen wir nochmal, vielleicht kommt der obere nochmal oder legst unten nochmal einen rein oder so. Okay, du, wenn du auf Einfügen gehst, dann kommt der immer irgendwo in der Mitte oder wo kommt der dann immer? Wie ist das? Genau. Der wird dann immer in die Mitte des Charts sozusagen platziert und von da aus kann ich den dann entsprechend verschieben. Dann legen wir nochmal hier drunter ein. Müsste mal gleich schauen, hier entsprechend taucht gleich so eine Meldung auf. Und es kommt auch ein Ton, aber ich glaube, den Ton, den hört man jetzt nur bei mir hier, der wird nicht im Stream übertragen. Nee, den hat man nicht gehört. Ja. Spannend. So, kommen noch ein paar Punkte runter. Könnt den auch nochmal
Bisschen nach unten ziehen. So. Jetzt steht euer Kurs natürlich, war klar. So, jetzt hier ist die Meldung. Kurslevel erreicht bei 19.094. Genau, und den Ton, wie gesagt, den hört man jetzt nur bei mir, aber wenn ihr das in Chart, wenn ihr das in euren Chart reinlegt, dann hört ihr auch entsprechend einen Ton. Okay, wenn ich jetzt, kann ich den Ton anders einstellen? Ja, bestimmt, oder? Nee, der Ton ist festgelegt, den kann ich nicht ändern. Den kann ich jetzt nicht ändern. Der ist vom Stereotrader vorgegeben, beziehungsweise lass mich mal ganz kurz gucken, bevor ich jetzt hier irgendwas sage, was vielleicht doch anders ist. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf Experten gehe, dann kann ich mir nochmal die Eigenschaften anschauen vom Stereotrader und da kann ich auch diverse Einstellungen machen. Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, aber ich glaube fast, dass man das hier nicht festlegen kann. Trading Sounds. Fill, Market Order, Profit, Stop Loss. Also für den Alarm, den Ton, was haben wir hier noch? Doch, stimmt, hier, genau, hier kann man es festlegen. Also es gibt. Der ist dann immer gleich. Was passiert denn, wenn wir jetzt zum Beispiel Euro-US-Dollar-Chart sind und im DAX würde der Alarm ausgelöst werden, kommt diese Meldung trotzdem? Diese Meldung kommt trotzdem, klar, ich sehe sie. Also wenn der Euro-US-Dollar im Vordergrund ist, dann sehe ich es natürlich nicht, aber ich höre den Ton. Man kann natürlich hingehen und man kann für jeden Chart einen eigenen Ton definieren. Dann weiß ich halt im Prinzip immer, wenn der Ton kommt, dann ist jetzt das Level im DAX erreicht worden. Wenn der Ton jetzt ertönt, dann ist das Level im Dow Jones erreicht worden oder im Euro-US-Dollar, wo auch immer. Ne? Also so kann ich dann visuell quasi vom Audio her das unterscheiden, dass ich bei bestimmten Tönen direkt weiß, okay, das ist jetzt der oder jenige Chart. Okay. Ja. Die Frage war ja, genau, also vielleicht, es ging eben ein bisschen schnell. Ich sage nochmal, wie man den Ton ändern kann. Also rechte Maustaste auf den Chart und dann gibt es hier den Eintrag Experten. So, dann werden wir hier alle Experten sozusagen und der Stereotrader läuft als Experte hier angezeigt und dann kann ich hier auf das Feld Eigenschaften gehen. Dann kann ich jede Menge Einstellungen noch vornehmen und unter anderem gibt es dann hier den Bereich Alert Lines, das sind quasi die Alarmlinien und da kann ich dann entsprechend jetzt hier einen Eintrag festlegen, eine eigene Audiodatei definieren und dann. Aber die muss man vorher in eine Datei legen oder wie ist das dann? Das muss dann quasi im Ordner liegen, wo auch der Stereotrader liegt. Okay. Weil da wird dann entsprechend. Dann muss man es händisch, da muss man wissen, wie der heißt und man gibt vor Wave, also muss eine Wave-Datei sein und gibt man den Namen ein oder habe ich dann auch ein Auswahlfeld da? Nee, hier ist kein Auswahlfeld, sondern da musst du wirklich den Namen hier eintragen. Also da musst du dann zum Beispiel mein Alarm.wav, ne? Also wirklich händisch eintragen. Also das ist jetzt hier nicht so ein Feld, wo dann so ein Dialog aufpoppt, wo ich dann die Datei quasi auswählen kann. Das ist hier nicht der Fall. Da muss man wirklich den Namen der diese Datei dann eintragen. Okay. Jetzt war ja die Frage, Alarm in einen Chart, also nee, man kann ja mehrere Alarme in einen Chart legen. Kann ich einzelne Alarme? Jetzt sehe ich die Frage selber gar nicht bis zum Ende hier. Moment. Ja, du siehst ja die Frage. Die Frage war, ob man jetzt einzelne Alarme löschen kann oder nur alle auf einmal. So, es ist in der Tat so, dass man nur alle löschen kann. Also, ne, es gibt ja hier dieses Feld X, Alarme löschen. Und wenn ich hier auf dieses X klicke, dann werden wirklich alle Alarme aus dem Chart gelöscht. Und der Nutzer hat gefragt, ob ich jetzt zum Beispiel nur diesen obersten Alarm hier löschen kann. Ne, aber die Möglichkeit gibt es so nicht, sondern im Prinzip nur alle oder gar keinen. Also da habe ich schon mal gleich einen Verbesserungsvorschlag. Weil das ist ungünstig, wirklich. Also sage ich mal, für den Alltag
nicht perfekt, sagen wir es mal so, weil ich lösche zum Beispiel sehr häufig einzelne Alarme raus. Und die ganzen anderen, die ich mir reingelegt habe, die haben eine Relevanz. Ne? Und die dann eben im Prinzip wieder alle neu reinzulegen, ist natürlich blöd. Dann müsste ich sie halt alle sonst da wohin ziehen. Mhm. Selbst für nächsten Tag nutze ich, oder übernächsten Tag habe ich nochmal Alarme, die ich mir halt von vor 2 Tagen manchmal reingelegt habe. Ne? Mhm. Also da das wäre schon, da müsste man mal, ich weiß nicht, das ist dann eine Sache, die Dirk programmiert oder wer macht das sowas dann? Genau, also ja, man weiß es gerade nicht so richtig, ne, wer das programmiert, kann auch sein, dass ich das mache. Dass, also generell, Feature-Wünsche sind natürlich immer gerne willkommen, ne, von allen Nutzern, weil es ist ja auch ein Tool für Nutzer. Das heißt, da sind wir auch immer gerne, haben wir gerne ein offenes Ohr für irgendwelche Feature-Wünsche. Ich werde das auf jeden Fall auch ne, Dirk weitergeben, werde das mit Dirk besprechen mit den Alarmen. Ich glaube, es kam ja auch irgendwie mal der im letzten Webinar hier oder vorletztes, weiß ich gar nicht mehr, dass die Alarme irgendwie auch per aufs Handy gesendet werden, wenn man die entsprechende App hat. Das ist ja auch so ein Punkt, der eigentlich auch problemlos möglich wäre. Werde ich mir auch mal notieren, dass ich das mit Dirk mal in der Runde bespreche. Genau. Ja, also man kann nur alle Alarme löschen, indem ich hier quasi auf das X klicke, dann sind die Alarme weg und einzelne geht momentan so noch nicht. Vielleicht mal so, also ich mache das, im MetaTrader kann man das ja auch, man kann die sich ja schicken lassen, die Signale oder die Signale, die Alarme. Und ich mache das zum Beispiel im Alltag so, dass ich wenn ich Positionen habe, die und ich habe ja irgendwo Zielbereiche, wo ich mir vorstelle, dass der Markt realistisch hinlaufen kann, dann packe ich mir dort die Alarme rein und packe dann dort für die jeweiligen Alarme im Prinzip mir eine Message, dass die mir dann, wenn ich nicht mehr am Rechner sitze, halt eben auch gesondert zugesandt werden. Und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich mal kurz zum Rechner und gucken oder halt in der App, dass ich eben, weiß ich, ein Take-Profit, Teil-Take-Profit oder irgendwas anderes tätigen möchte oder irgendwie eine Art des Trailings, ja. Und dadurch ist, also für mich persönlich ist das schon spannend dann, ne? Ja, also technisch ist das ja auch gar kein Problem, so Alarme zu definieren, die dann quasi über die App geschickt werden sozusagen. Also man braucht die MetaTrader-App auf dem Handy dann und dann kann man entsprechend die, ich glaube unter Extras-Optionen, kann man dann, genau, hier diese Motor, da kriegt man so eine Meta-Quotes-ID, die trägt man dann entsprechend hier ein und dann kommen alle Signale oder alle Alarme oder alle Benachrichtigungen quasi dann auf dem Handy an. Auf Telegram auch senden geht. Bitte? Auf Telegram senden geht auch. Ja, klar, also, ja, wie gesagt, technisch ist das. Ja, man muss nicht zwingend die MetaTrader-App haben, sondern man kann dann, da muss der Rechner natürlich laufen. Darf nicht abstürzen, dann kann man sich die Alarme im Prinzip, wenn die ausgelöst werden, auf Telegram senden. Genau, also da gibt es diverse Möglichkeiten, das kann man auf jeden Fall auch machen. Ich mache das ja teilweise, ich habe ja auch eine Telegram-Gruppe, und wo es hauptsächlich um meine Programme, meine Sachen geht, die ich für den Stereotrail programmiert habe, dann mache ich das ja teilweise auch so, dass automatisch Sachen in diese Telegram-Gruppe von irgendwelchen Programmen geschickt werden. Also wie gesagt, das ist alles auf jeden Fall machbar. Ich werde das mit Dirk mal besprechen. Perfekt. Und jetzt nochmal ganz kurz zurück. Du hattest ja 3 Alarme drin, hast alle gelöscht. Gibt es eine Liste, wo die Alarme drin sind? Nee, brauchen wir dann eigentlich theoretisch nicht, wenn man die nicht einzeln bearbeiten kann, ne? Oder wie ist das? Ja, nee, Liste gibt's nicht. Du siehst halt visuell quasi im Chart, aber jetzt eine separate Liste, wo man nochmal draufklicken kann, wo das dann als Liste irgendwie eingetragen ist, das gibt's entsprechend so nicht. Aber die gibt's ja im Endeffekt. Die gibt es ja im MetaTrader, kann ich da nicht oder geht das dann nicht mehr? Wenn ich dort auf Terminal und Alarme gehe, sind das nicht die gleichen Alarme? Nee, das sind andere Alarme. Ja, okay. Also das sind nicht die Stereotrader-Alarme, sondern das sind wiederum die MetaTrader-Alarme, die haben jetzt aber im ersten Moment mit den Stereotrader-Alarmen nicht so wirklich viel zu tun. Könnte ich jetzt, wenn der Stereotrader läuft, trotzdem einen MetaTrader-Alarm setzen? Also prinzipiell klar. Prinzipiell kannst du das auf jeden Fall auch machen. Ja.
Aber der Metatrader, der läuft ja trotzdem weiter im Hintergrund, ne? Also ja, das soll mach mal jetzt, was passiert denn? Also naja, ich mache das ja immer rechte Maustaste und dann hast du ja im Prinzip gleich, kommt ja dieses Auswahlfeld, dann kannst du ja dort genau oben bei Handel, immer auf Handel und dann rechts Alarm. Genau, mach mal. So, ja, der kommt natürlich, den siehst du nicht, ne? Der kommt ja im Prinzip da theoretisch, wo du an der Stelle, wo in dem Moment die Maus war. Ne? Da kommt der Alarm ja dann. Aber den siehst du nicht. Ah, okay. Der ist natürlich jetzt irgendwie im Hintergrund. Ne? Aber jetzt könntest du auf Ansicht Terminal gehen und dann könntest du den Alarm theoretisch bearbeiten, rauslöschen. Ne? So, und der unten bei Alarme, weiter rechts, da, und da ist der Alarm, den du gerade gesetzt hast. Den könntest du jetzt mit Doppelklick, geh mal rauf. Was passiert, genau. Und hier kannst du ja jetzt dem Alarm vom MetaTrader im Prinzip zum Beispiel auch verschiedene Töne geben, ne, dabei und könntest jetzt trotzdem, das war für mich jetzt mal interessant, trotzdem die Möglichkeiten des MetaTraders nutzen, ne? Wenn man jetzt, wenn einem, also da kann man sie ja zum Beispiel, man sieht sie zwar in dem Falle dann optisch nicht, aber man könnte zumindest zusätzlich noch machen und du kannst sie dann auch einzeln löschen, ne? In der Liste ist jetzt nur einer drin, aber du hast dann eben nach unten. Ich habe da manchmal 50 Alarme drin. Ne? Manche davon sind abgearbeitet, aber muss man denn händisch, kann man sie rauslöschen. Gut, okay, aber es geht beides, ist doch super. Ja. Perfekt, gut. Okay. Gut, so, hier sind ja noch ein paar Fragen reingekommen. Dann kannst du mal ein Beispiel für die strategische Order zeigen. Würde ich gleich machen, Steve, weil das ist ein größeres Thema, das würde ich gerade mal hinten anstellen. Ich gucke mal, ob die anderen Fragen schneller zu beantworten sind. Gerd fragt dann nochmal das, was ich gefragt habe, sehe ich gerade. Ja. Haben wir schon. So, der Lutz, wo wir wünschen wären, R3 und S3 im Chart wäre auch schön. S3, was meinst du mit S3 und R3? Meinst du jetzt hier die Pivot-Punkte oder was meint der? Pivot-Punkte. Okay, genau. Also prinzipiell vielleicht Pivot-Punkte, wer das noch nicht kennt, die kann ich mir im Stereo-Trader auch anzeigen lassen. Hier auch in dem Reiter Chart gibt es diverse Einstellungssachen, unter anderem die Pivot-Punkte. Und wenn man das mal hier ein bisschen zusammenschiebt, dann sieht man hier den R1, R2, S1, S2. Und was der Lutz jetzt meint, dass hier quasi dann auch noch der R3 sozusagen und der S3 hier noch dazukommt. Genau, also ja, das war das, was der meint. Ja, also wie gesagt, ich schreibe es mir auch mal auf. Wie gesagt, technisch ist das ja auch überhaupt gar kein Problem, die dort noch hinzuzufügen. Werde ich mit Dirk mal besprechen. So, kommen wir zur strategischen Order. Strategische Order ist ein wirklich großes Feld, was ich jetzt hier in Gänze heute gar nicht besprechen kann, weil das wird in dieser Tutorial-Reihe, die ich mache, definitiv noch kommen. Aber da wird man mindestens zwei quasi Webinare für brauchen, um das in Gänze erklären zu können, weil die strategische Order ein extrem mächtiges Werkzeug ist. Bezüglich automatisiertes Trading. Ich versuche heute mal so ein paar Sachen anzureißen. Strategische Order. Also es gibt ja auch dieses Feld strategische Order. Was ist die strategische Order? Ich ziehe das hier mal raus, damit man es besser sehen kann. Strategische Order heißt, dass ich bestimmte Voreinstellungen nutzen kann, um mit dem Stereo-Trader automatisch traden zu können. So, Voreinstellungen, was heißt das? Es gibt hier eine Liste, ich stehe jetzt hier auf None und es gibt so vordefinierte Sachen von verschiedenen automatisierten Strategien, die mit dem Stereo-Trader mitgeliefert werden. So, zum Beispiel eine Strategie heißt 5x ATR. So, und wenn ich jetzt entsprechend hier auf Long oder Short gehe, gehen wir mal auf Long
dann werden mir hier jede Menge Orders in den Markt gelegt, nach bestimmten Kriterien, die in dieser Strategie 5x ATR definiert sind. So, machen wir das mal wieder zu und alles weg. Und dasselbe gilt natürlich auch für Short. Wenn ich Short klicke, dann wird mir hier so ein mehrere Orders in den Markt gelegt in Short-Richtung. So. Dann gibt es hier noch die Buttons halten. Halten heißt, ne, es gibt ja hier, wenn ich jetzt hier mal wieder auf Long gehe, bestimmte Kriterien, wo die Orders dann gegriffen werden. Es gibt einen Stop-Loss und wenn ich hier definiert habe, ein Take-Profit, auch ein Take-Profit oder ein Trail. So, wenn jetzt entweder ne, dieser Trade dann jetzt in den Stop-Loss läuft oder wenn ich hier ein Take-Profit definiere, so, ne, und der Kurs jetzt hier oder der Markt in meinen Take-Profit läuft und ich Halten aktiviert habe, wird direkt nach Schließen dieser strategischen Order, dieses Presets, wieder das komplett von vorne angefangen und wieder quasi diese 5x ATR-Strategie ausgeführt. Das bedeuten diese Halten-Buttons. Was ich auch noch machen kann, wie gesagt, ich reite jetzt gerade so ein bisschen da durch, weil wenn ich das jetzt anfange, wirklich im Detail zu erklären, dann sind wir ja mindestens eine Dreiviertelstunde oder länger beschäftigt. Es gibt noch die Möglichkeit, auch Cluster-Trading zu machen mit dem Sierra Trader und der strategischen Order. Machen wir das hier mal wieder zu. Was heißt Cluster-Trading? Ich kann hier Rechtecke ne, in den Markt legen. So, ich klicke hier zum Beispiel auf dieses Rechteck, dann wird mir so eine graue Zone in den Markt gelegt. Die kann ich zum Beispiel hier oben hinlegen. Und diese Zone kann ich jetzt definieren, was mit dieser Zone passieren soll. So, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte hier in dieser Zone, jetzt hat man gesehen, ich hatte hier Halten aktiviert, von daher ist jetzt hier diese 5x ATR-Strategie wieder neu ausgeführt worden. Das heißt, Halten muss ich ausschalten und das Ganze wieder auf Flat drücken. So, wir waren aber gerade hier bei der entsprechenden, beim entsprechenden Cluster Trading. So, und ich möchte jetzt sagen, ich möchte gerne, wenn der Kurs in diese Zone kommt, möchte ich gerne Short gehen. Das heißt, ich wähle hier Short aus, klicke einmal auf das Blitzsymbol. Und was würde jetzt passieren? Jetzt würde Folgendes passieren, wenn ich Cluster Trading aktiviere. Wenn der Kurs jetzt hier in diese rote Zone läuft, dann würde meine 5x ATR-Strategie ausgeführt werden und zwar hier in Short-Richtung, weil ich jetzt hier ein Rechteck in den Markt gelegt habe, das als Short-Zone deklariert habe und dann entsprechend, wenn der Markt hier in diese Zone läuft, entsprechend würde meine 5x ATR-Strategie in Short-Richtung ausgeführt werden. So, das war wirklich in minimaler Kürze ne, die strategische Order erklärt. Es gibt da noch ne, viel mehr zu erzählen, viel mehr zu sagen, wie man jetzt hier die Strategien entsprechend anpassen kann, wie man eigene Strategien entwickeln kann, wie man dort die Parameter hinterlegt, wie viel Orders ausgeführt werden, in welchem Abstand und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da würde ich euch quasi auf das Webinar, was noch kommen wird, vertrösten, wo wir diese strategische Order wirklich im Detail durchkauen. So, kurze Rückfrage von mir, nochmal ja. zu dieser Zone dort, also die würde ja aber, diese Order würde ja sofort, sobald der untere Punkt angelaufen ist, sofort reingelegt werden, oder? Genau, also wenn der Kurs jetzt hier quasi reinläuft. Na, nicht rein, sondern ran ja eigentlich. Sondern ran, oder gibt es da irgendwie die Mitte oder so von der Zone? Oder was ist da definiert? Nee, also wenn wir hier unten an der Unterkante sind, ne, dann wird es quasi losgehen, so lange, bis der Kurs quasi hier in diesem Rechteck ist. Ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel Halten aktiviert habe, hier dieses Halten, ne, so, dann wird entsprechend ne, das ausgeführt. So lange, bis der Kurs hier in diesem Rechteck ist und sobald er hier oben rausläuft, dann wird sie nicht mehr ausgeführt. Also was aber diese, wenn man mal bei dieser 5x ATR-Strategie bleibt, da würde dann im Prinzip, sobald der unten rankommt, werden dort die Orders reingelegt
Und aber dann ist ja das drin. Was heißt denn, solange es da drin bleibt? Weil es würde ja automatisch wahrscheinlich, die liegen ja drin, die Orders. Und dann werden sie auch hundertprozentig ausgeführt, wenn es Short Orders sind. Und der Markt läuft rein in die Limiter oder so. Oder, ne? Oder? Ja, aber es kann ja auch sein, quasi, ne? Also je nach Strategie, was du definiert hast. Also du kannst ja auch nur eine Order definieren, du kannst ja mehrere Orders, die in den Markt gelegt werden, definieren. Wenn du jetzt einen Stop-Loss von 10 Punkten hast und du wirst halt hier quasi getriggert, ne, wirst halt im Stop-Loss quasi ausgeführt, beziehungsweise der Trade geht im Verlust raus, dann wird, wenn du dich in dieser Zone befindest, eine neue Short-Order eröffnet. Sofort, und zwar also so lange, sofort bist du, rein. Bitte? Okay. Also sofort quasi wieder rein. Ja. Dann. Okay. Genau. Okay. Also sofort muss man auch wieder unterteilen, sofort. Und zwar sofort heißt, das kann man hier auch nochmal, ich zeige es auch nochmal kurz, definieren. Und zwar gibt es hier noch dieses Feld, das steht jetzt auch auf M1, weil wir halt jetzt hier im M1 sind, also im 1-Minuten-Chart. Entweder wenn eine neue Periode beginnt, also eine neue Minutenkerze in dem Fall, oder wenn ich hier draufklicke, Sekunde, heißt dann wirklich direkt nachdem dass quasi der Trade rausgegangen ist. Oder halt zu Beginn der neuen Periode, zu Beginn der neuen Kerze. Okay. Nur zum Verständnis, dass ich das so mal gehört habe. Gut, okay, ich bin schon wieder leise. Bin eh fünf Minuten mal kurz weg. Ja, okay. So, gucken wir mal weiter die Fragen durch. Ja, nutzt das mit dem Single Hedge. Ja, also wir haben das auf dem Schirm, aber wir sind jetzt hier gerade quasi in einer größeren Umstellung. Ist nicht vergessen, aber vertagt. So, der Steve, genau. Steve hat ja gefragt wegen der strategischen Order. Okay, danke für den kurzen Einblick. Muss man die einzelnen Vordefinitionen gut kennen? Gibt es irgendwo eine Anleitung im Handbuch? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die einzelnen vorgefertigten Strategien hier im Handbuch definiert sind. Aber am Ende, ne, kannst du halt sehen, was hinter diesen Strategien steckt, wenn du den erweiterten Modus von der strategischen Order aktivierst. Wie machst du das? Du gehst auf die Einstellung vom Stereotrader. Stereotrader Einstellungen. So, dann Layout. Und dann gibt es hier unten den Punkt erweiterte strategische Order. Ne? So, wenn man das aktiviert, dann wird man gleich sehen, dieses Panel hier, strategische Order, das wird um einiges größer mit viel mehr Einstellungssachen. Ich hatte das jetzt eben extra nicht aktiviert, weil das dann doch vielleicht so ein bisschen erschlagend ist, weil dann sieht das Ganze nämlich so aus. Ne? Und da kannst du dann ganz genau definieren, was, wie die strategische Order arbeiten soll. Und wenn man jetzt hier die verschiedenen Presets durchklickt, dann sieht man halt auch, was hinter diesen Voreinstellungen sich wirklich hinter verbirgt, weil je nachdem, was ich auswähle, ändern sich die Werte hier. Aber was diese Werte hier genau sind und wie die in Zusammenhang stehen mit, wie dann die Order wirklich ausgeführt wird und welche Orders dann im Markt sind, wie gesagt, das würde ich dann alles auf das wirklich Tutorial oder im Tutorial dann besprechen. Kann man die Farbe der grauen Rechtecke zur besseren Sichtbarkeit ändern? Also nein, die Farbe, du meinst jetzt wahrscheinlich die Farbe von dem Cluster Trading. Die kann man insofern nicht ändern, weil grau jetzt erstmal heißt, das ist jetzt eine inaktive Box, die ich quasi in den Markt gelegt habe. Und sobald ich ja jetzt sage, ich möchte jetzt die Long- oder die Short-Richtung mit dieser Box handeln, dann ändert sich ja die Farbe. Die Farbe wird jetzt grün, ne, weil grün für Long, rot für Short und grau für, es ist eine Box in den Markt gelegt, die wo aber noch nicht definiert ist, wo die Richtung, die getradet werden soll, noch nicht definiert ist. Deshalb kann man jetzt die Farbe sozusagen nicht ändern.
Genau, man kann auch eigene strategische Orders, also Strategien hier sozusagen anlegen, die auch dann hier in dieser Liste auftauchen. Das war zumindest die Frage, die jetzt hier noch kam. Man kann hier eigene vordefinierte Strategien oder man kann Strategien anlegen, die dann auch hier quasi in dieser Liste auftauchen und dann quasi als Preset sozusagen verwendet werden können. Wie das geht, zeige ich euch dann auch noch. So, kann man, genau, nochmal zu den Boxen, kann man wenigstens den Mittelpunkt und die Ecken größer kenntlich machen. Du meinst wahrscheinlich, falsch geklickt. Du meinst wahrscheinlich hier diese kleinen Punkte, womit ich die Box größer und kleiner machen kann und verschieben kann, ne? Diese Punkte meinst du, glaube ich. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, beziehungsweise doch eigentlich bin ich mir sicher, dass man das nicht größer machen kann, weil das einfach eine Metatrader-Einstellung ist, diese Punkte. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch ein ganz normales Rechteck in den Chart lege, habe ich das hier nicht vordefiniert, dann muss ich hier mal da einfügen, Objekte, Formen, Rechteck. So, wenn ich jetzt hier ein Rechteck zeichne, na, obwohl doch, die sind ein bisschen größer, ne? Wenn ich das jetzt mal vergleiche, sind die ein bisschen größer, aber auch nicht wirklich viel größer als jetzt von diesem Rechteck. Ja, also muss man sich auch mal anschauen, ne, warum das jetzt hier, ich hätte jetzt gedacht, dass die mindestens genauso groß sind, aber man kann es, also ich kann es hier zumindest erkennen, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier im Stream erkennen könnt, dass diese Punkte zum Anfassen dann doch ein bisschen kleiner sind als jetzt die Punkte von dem Rechteck, was ich normal zeichne. Muss man sich mal anschauen, warum die so klein sind, kann ich jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb nicht beantworten, diese Frage. Okay, ja. So, also nochmal die Frage, kann man keine eigene mehr speichern? Doch, man kann eigene speichern. Man muss aber einen kleinen Umweg dafür gehen, weil die Liste, so kann man hier nicht von Hand bearbeiten. Es gibt aber einen kleinen Umweg, womit man dann hier auch seine eigenen Presets sozusagen speichern kann. Genau. So, ich gucke mal weiter. So, okay. Also, wenn ich das richtig sehe, habe ich soweit erstmal alle Fragen beantwortet. Und eine Sache vielleicht noch, die auch immer mal wiederkommt, die immer wieder kommt, ist die Frage mit den eigenen Farben im Chart. Also wie kann ich eigene Farben im Chart definieren, beziehungsweise wenn ich eigene Farben definiert habe, dann werden die Farben nach einem Neustart vom StereoTrader immer wieder überschrieben. Also von daher, das ist eine Frage, die habe ich gestern wieder irgendwie noch bekommen. Von daher gehe ich da nochmal drauf ein und zeige euch nochmal den Weg, wie man wirklich zu 100% die Farben so definieren kann, einstellen kann, dass die auch, wenn man den StereoTrader neu startet oder den MetaTrader neu startet, wie die Farben dann definitiv erhalten bleiben. So, also ich mache hier mal einen neuen Chart auf, damit man einfach hier ein sauberes Bild hat. So, gehen wir nochmal in den DAX rein. So, ganz wichtig, was ihr als erstes machen müsst, ist, ihr müsst hier in den StereoTrader-Einstellungen Folgendes machen, und zwar unter Layout, Chart, Thema müsst ihr auf Custom setzen. Ne? Und je nachdem, ob ihr jetzt einen dunklen oder einen hellen Hintergrund haben wollt, dann Custom Bright, heißt halt heller Hintergrund, oder Custom Black,
dunkler Hintergrund. Ich nehme jetzt mal Bright. Nicht wundern, falls bei euch ne, das jetzt hier mit diesem Chart-Thema Custom Bright und Black nicht auftaucht, liegt einfach daran, ich bin jetzt hier mit der neuesten Beta-Version vom StereoTrader unterwegs. Das ist, glaube ich, die 2993, genau. So, also Custom Bright wähle ich aus. Dann gehe ich auf Eigenschaften und ändere jetzt hier mal die Farben und sage jetzt hier einfach, nehme jetzt hier eins von den Standard Profilen vom MetaTrader und zwar Color on White und ja, lass das jetzt hier bei den Farben, die jetzt hier im MetaTrader vordefiniert sind, also es sind so, nennt sich diese Farbe Türkis. Ist das Türkis? Weiß ich gar nicht. Also die Farbe von den bullischen Kerzen, nennt man das Türkis? Ja, ich glaube schon, ne? Von den bullischen Kerzen halt Türkis und Rot von den bärischen Kerzen. So, jetzt gehe ich hin und sage, okay, ich beende den StereoTrader. Und jetzt kann ich den Chart zumachen. Und wenn ich dann ihn wieder neu aufmache... So, hat das nicht gespeichert. geiler Vorführeffekt auf jeden Fall. Okay. Also, kann er nicht sein. Das ist ja. Wir versuchen das nochmal. So. Color on White. Zack. Chart zu. Also ich bin mir sehr sicher, dass das... Okay, es kann natürlich sein, dass es jetzt an dieser Beta-Version liegt, dass er jetzt hier mit den Farben immer, dass er jetzt mit den Farben durcheinander kommt. Auf jeden Fall nimmt er jetzt die Farben nicht, die ich definiert habe. Okay, aber ist ja gut, dass ich das jetzt quasi hier nochmal so getestet habe und auch quasi vor Live-Publikum getestet habe, weil dann sieht man, weiß man, dass hier irgendwas nicht funktioniert und verrutscht ist. Weil normalerweise, so wie der Weg, ich ihn euch eben gezeigt habe, war der Weg, wie er bis dato funktioniert hat. Kann sein, dass es jetzt in der neuesten Beta hier wieder irgendwas verrutscht ist, zumal hier auch an den Farben ein paar Sachen gedreht worden sind. Ne, gerade hier, es sind auch ein paar neue Farben hinzugekommen und da wurde definitiv jetzt in der letzten Beta auch dran gearbeitet. Von daher, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier irgendwas in dieser Beta einfach durcheinander gekommen ist, ist gerade relativ hoch. Von daher, ja, war das natürlich jetzt fürs Webinar zum einen gut, dass ich das gezeigt habe, weil dann ist der Fehler aufgefallen. Zum zweiten wollte ich euch zeigen, wie es richtig geht, kann es jetzt aber gerade gar nicht richtig zeigen, weil gesagt, der Fehler jetzt hier wahrscheinlich in der Beta liegt. Nee, als Standard muss ich das nicht definieren, weil als Standard, wenn ich hier Sachen als Standard definiere, dann hat das eine ganz andere Auswirkung, als wenn ich jetzt hier das Chart-Thema auf Custom setze. Also als Standard, weil hier kam noch gerade die Anmerkung, dass ich das hier als Standard definieren muss, das muss ich definitiv nicht. Dieser Standard-Button, der hat eigentlich eine etwas andere Bewandtnis. So, okay. Ja, also wenn ihr noch Fragen habt, dann noch hier gerne reinschreiben. Ansonsten, Markus, würde ich sagen, können wir auch so langsam den Sack zumachen, oder? Gerne. Also ich denke, wir haben auch eine ganze Menge wieder interessante Dinge beantwortet. Auch mir wurde wieder einiges mehr klar. Das freut mich immer. Und wie ihr mitbekommt, ich bin ja dann doch aktiv auch immer mit dabei, denn ich finde den StereoTrader ja selbst nicht verkehrt und mal gucken, inwiefern ihn ich in mein Trading mit einbauen kann. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, aber ich bin mit Wissbegierde dabei und versuche ihn kennenzulernen, versuche eine Beziehung zu ihm aufzubauen sozusagen. von daher, ja, an der Stelle sehr, sehr vielen Dank an dich, Timo.
dass du dir auch mal die Zeit nimmst, hier auch für die Interessenten da zu sein und Fragen zu beantworten. Und wir haben diesen Monat ja nochmal einen Helpdesk, ein Features-Webinar, wo wir dann auf jeden Fall auch die Serie weiter fortsetzen wollen. Was ist das Thema dann beim nächsten Mal? Ich weiß, haben wir einen Termin? Ja, also ich weiß, du hast gesagt, okay, du hast ein paar Termine mir geschickt, hast mir aber auch keinen definitiven Termin gesagt. Also ich hoffe, es ist jetzt nicht nächste Woche. Nein, wir haben, ich gucke gerade rein, am 18.11. Ich gebe dir jetzt 18. das Go dafür. Entschuldige bitte. Am 18.11. Das der Termin, also ist ja auch wieder Montag von 18 bis 19 Uhr. Ja, okay. Ja, also 18.11., ja, also genau das Thema habe ich noch nicht, aber wir werden da weiter anknüpfen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar nochmal Order Panel haben wir ja letztes Mal besprochen und dann wird es nächstes Mal wirklich um die Trails auch gehen, weil das ist ja schon auch ein wichtiger Baustein, auch gehört auch zu den Basissachen im Stereo Trader, dass man einfach die verschiedenen Trailarten hier mal kennenlernt und weiß, okay, welcher Trail ist jetzt was, welchen Trail setze ich vielleicht wann ein. Ne, all das werden wir dann im nächsten Webinar besprechen, im nächsten Tutorial-Webinar. Da werden wir uns intensiv mit den Trailarten vom Stair-Trader beschäftigen. Perfekt, das klingt super. Ich freue mich drauf. Timo, dir vielen Dank. Euch natürlich an der Stelle auch vielen, vielen Dank und einen wunderbaren Abend. Und dann bis spätestens am 18.11.2024. Timo, dir danke, euch danke und einen schönen Abend. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao. Bye, bye. JFT, just fair and direct.